Haris, der Führer bei der Stiftung Archäologischer Park Bosnische Sonnenpyramide seit 2006. Ich kam zum ersten Mal zu dem Tunneleingang 1984. Man hat ihn als Höhle gekannt. Wir wussten nicht, dass es Pyramiden gibt. Vor 2006 hat man den Tunneleingang als Höhle gekannt. Und da gab es nur ein kleines Loch, das werde ich euch alles zeigen. Und wir sind die Kinder aus der Stadt hineingekrochen. Und da gab es natürlich nichts außer dem Loch. Und die Höhle, die war etwa 70 Meter lang drin. Und dann kam die Pyramidenentdeckung 2006, Dr. Semir Osmanagic. Der hat fest daran geglaubt, dass es wohl unter den Pyramiden auch Tunnels gibt. Und zwar durch seine Erfahrung und das Wissen, den er weltweit gesammelt hat als Pyramidenforscher. Er wusste, dass die meisten anderen Pyramidenanlagen der Welt unterirdisch durch dem Tunnelnetzwerk zusammen verbunden sind. In Ägypten, in Mexiko, in Peru, in China. Und dann hat er Pyramiden entdeckt und dann hat er Kinder gefragt, ob es außerhalb von der Sonnenpyramide eine Höhle gibt. Und sie haben ihn hierher gebracht. Wir sind jetzt der Tunneleingang 3000 Meter von der Sonnenpyramide entfernt. Die liegt in der Richtung Südost. Und er hat gedacht, vielleicht ist das gerade der Tunneleingang. Und man hat angefangen, die Höhle freizulegen und innerhalb von der kürzesten Zeit festgestellt, dass das wirklich keine Höhle ist und auch keine Mine gewesen war, weil man drin keine Spuren der Wertstoffexploitation entdeckt hat, sondern Tunneleingang. So, wir stehen jetzt vor den Satellitenaufnahmen und wir sehen jetzt, dass wir, wie gesagt, wir sind bei der Nummer 6 und das ist die Sonnenpyramide Nummer 1. Sonnenpyramide links da drüben ist die Mondpyramide, die zusammen mit der Drachenpyramide, so die drei Pyramiden bilden einen gleichseitigen Dreieck zusammen mit dem jeweiligen Abstand von 2200 Meter, dreimal. So die Verteilung meine ich. Ja? Und damit wir die Pyramide erreichen, damit wir in die Pyramide hineingehen, wir müssen weiter freilegen. Und wenn ich sage freilegen, es geht darum, dass die zweite Generation das Tunnelsystem zugemacht hat. Mit dem losen Flussbettkies, die Volontäre, die Freiwilligen aus der ganzen Welt kommen und helfen, damit wir in die Pyramide hineingehen. So, wir legen das einfach mal frei. Ich zeige euch, das Material sieht anders aus, anders wie morgen. Das war jetzt eine kleine Einführung. Ja. Ich kann es euch vielleicht was übernehmen. Wo ist der Standort? Wo sind wir jetzt gerade? Also, wir sind jetzt bei der Nummer 6. Bei der Nummer 6. Tunneleingang. Das ist die Stadt. Das ist die Stadt Visoko. Und das ist die Sonnenpyramide. Ja. Links daneben ist die Liebespyramide. Links von der Liebespyramide ist das Tempel der Mutter Erde. Das ist zwar kein Pyramidenform, sondern Amphitheater, ein riesengroßer Amphitheater. Das, was mit der Nummer 3 bezeichnet ist, ist die Drachenpyramide. Und ganz hinten links ist die Mondpyramide. Ich möchte euch jetzt was auf den Bildern zeigen, auf dem Weg zu dem Tunneleingang. Das sind die Bilder von der Sonnenpyramide, Mondpyramide. Und da sieht man was man dort freigelegt hat. Die Betonplatten von der Sonnenpyramide und den Steinblöcken von der Mondpyramide. Das möchte ich euch jetzt hier zeigen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin der Haris. Euer Guide, bin hier aufgewachsen und kam zum ersten Mal zu dem Tunneleingang 1984. Wir hatten den kleinen Schulausflug. Ich war damals 7 Jahre alt, 1984. Wir sind von dem Picknicksplatz hinunter und dann in die Höhle, da ist Picknicksplatz oben. Wir sind dann in die Höhle hineingekrochen. Da gab es nur ein kleines Loch, 1 Meter Deckenhöhe und die Höhle, die war etwa 70 Meter lang drin. Und dann kam die Pyramidenentdeckung 2006, 22 Jahre danach, Dr. Semir Osmanagic, der Mann, den man auf den Fotos hinten sieht, der hat die Pyramiden entdeckt und der hat fest daran geglaubt, dass es wohl unter den Pyramiden auch Tunnels gibt, so wie das der Fall mit den meisten anderen Pyramidenanlagen der Welt ist. In Ägypten, in Peru, in China, unten sind die Tunnels und dann
Dann dachte er, er war sich sogar ganz sicher, dass er den Tunneleingang finden wird. Und er hat ihn gesucht und die Kinder haben in die Höhle gezeigt. Wir sind jetzt nicht in der Pyramide, sondern 3000 Meter nordwestlich von der Sonnenpyramide entfernt. Und man hat angefangen 2006 diese Höhle freizulegen, die Höhle freizulegen. Und je tiefer wir freigelegt haben, desto mehr Tunnels haben sich gezeigt, so desto mehr Tunnels hat man entdeckt und so, dass es innerhalb von der kürzesten Zeit jedem klar wurde, dass das zwar keine Höhle ist und auch keine Mine gewesen war, sondern dass genau das ist, was er geglaubt hat, dass Dr. Semir Osmanagic, der hat den Tunneleingang hier entdeckt. Bevor wir in den Tunnel hineingehen, ich möchte nur noch sagen, dass die erste Generation das Tunnelsystem ausgegraben hat, in dem festen Gestein, geologisches Begriff Konglomerat. Man hat das Tunnelsystem ausgegraben und danach mit dem Rest von dem Tunnelstein die Pyramide gebaut, die Pyramide erbaut. Ganz viel Tunnelstein, den sie ausgetragen haben, man hat das wiederverbraucht und damit Beton hergestellt. Pyramidenbeton. Es gibt zwei wichtigsten Elementen für das Betonqualität, sagen Bauexperte. Das Element Nummer eins ist die Härte. Dabei wird das härteste Beton heutzutage in Deutschland und in den USA hergestellt. 70 Megapascal, das ist die Härteeinheit. Pyramidenbeton 130, doppelt so hart wie das härteste Beton heutzutage. Und das zweite Element ist das Wasserabsorption. Das heißt, dass wenn es friert, minus 25 Grad Celsius, Winterzeit. Dann, wenn es ganz viel Feuchte in dem Beton gibt, dann wird es auch einfacher brechen. Dabei kann man nicht weniger, heutzutage weniger als 3% Wasserabsorption herstellen. So, Beton absorbiert wenigstens, da laufen die Schubkarren vorbei. Pyramidbeton nur 1% Wasserabsorption, nicht 3, nicht 2. So, das heißt, von den beiden Aspekten betrachtet, von der Härte und dem zweiten Aspekt Wasserabsorption, handelt es sich um den besseren Qualität. So, die zweite Generation hat danach das Tunnelsystem zugemacht. Die erste hat das ausgegraben, die zweite mit dem losen Flussbettkies das Ganze zugesperrt, zugeschüttet. Und das ist das, was mit den Schubkarren ausgetragen wird. Wir haben, wie gesagt, 2006 angefangen, diesen Flussbettkies freizulegen und haben insgesamt bis heute etwa 1600 Meter freigelegt und sind etwa 900 Meter zu der Richtung Sonnenpyramide näher gekommen. Aber es gibt immer noch 2000 Meter. Also wir sind jetzt vor den Runen, Symbolen, die wir auf dem Block der Oberfläche entdeckt haben. Die Bedeutung lautet, das Tor ist zu, wir müssen warten, kämpfen, bis sich das Tor wieder aufmacht. Ist das so ein Sternentor, ein Pyramidentor, ein Tunneltor, das Tor zu der anderen Dimension? Wir wissen es nicht. Doch es hört sich trotzdem sehr interessant an und das Block war unter dem Flussbett, Kies, so dem Sand. Man hat ihn so befreit, die Oberfläche, und so sind die Runen dann auch entdeckt worden. Die ersten Symbolen, die ich euch heute in dem Tunnel gezeigt habe, die sind doch wesentlich älter. Die werden bis zu 32.000 Jahren vor heute zeitmäßig eingeschätzt, weil man sie unter dem festen Konglomerat entdeckt hat. Dabei handelt sich dann, wenn es um diesen ersten Symbolen geht, handelt sich dann um den ersten Spuren der schriftlichen Kommunikation in Europa. Weil der Zeitalter von über 32.000 Jahren vor heute uns das wirklich sagt.